Der Minimalismus führt bei mir zu allgemeiner Versumpfung. So viel Zeug. Brauchst du diese Sachen? Nein, ich brauche natürlich nichts davon. 2 Wochen mit nur 100 Dingen. Wie erwartet, Scheiße! Aufgrund meiner Blödheit bei der Auswahl der 100 Dinge muss ich das Experiment jetzt sprengen. Walkman! Ein Pferdekalender 2018. Meine allererste Bravo-Hits. Die ist von 1993. Guckt euch das an! Das ist, eine Ente. Ich bin eigentlich meistens nur im Keller, um irgendein Paket, was ich bekommen habe, da reinzuschmeißen. Oh, jetzt. So viel Zeug, was du eigentlich alles nicht mehr brauchst. Ich glaube, ich muss eine Menge loswerden. Die Frage ist nur, wo fange ich an? Um das rauszufinden, starte ich jetzt das Minimalismus-Experiment. 2 Wochen mit nur 100 Dingen. Für 2 Wochen. Was brauche ich da alles? Ich glaube, ich fange bei den Pullis an. Den nehme ich. Vielleicht noch ein bisschen was Wärmeres. 2, 4, 12, 13. Das muss alles mitgezählt werden. Auch das, was ich anhabe. 32, 33. Schuhe. Das ist vielleicht nicht schlecht. Also mein Ziel ist es ja, dass ich mal so richtig ausmiste. Und dafür muss ich erstmal wissen, was ich überhaupt brauche und vor allem, was ich nicht brauche. Ich brauche eine Jacke. 2 Jacken. Das wird alles nicht benutzt. Übrigens, Möbel zählen auch zu den 100 Dingen. Ein Teller. Lebensmittel zählen übrigens nicht zu den Dingen. Der Kühlschrank, der zählt allerdings mit rein. Kaffeemaschine, Nummer 58. Also sonst bin ich kein Mensch. Und wenn ich gar kein Geschirr mehr habe, brauche ich auch keine Spülmaschine. Also Sofa will ich natürlich behalten, ey. Das ist ja klar. Nummer 69. Plus Ladekabel. Telefone, sogar 2. Und die brauche ich beide. Ich will ganz genau sein. Das bedeutet, all diese Sets sind auch eine Sache. Und das sind Sachen, die man nicht unbedingt braucht. Ja, wobei, vielleicht eins. Vielleicht lasse ich eins. Eins lasse ich. Im Badezimmer. Und ich habe nur noch 20 Gegenstände offen. Also Dusche, Klo, Waschbecken zählen nicht, weil die sind ja fest verbaut. Meine Zahnbürste, die brauche ich natürlich. Zahnpasta, Rasierer, Waschmaschine. Da brauche ich eigentlich auch noch Haarspray. Nummer 94. Auf Klopapier würde ich ungern verzichten. Nummer 97. So, jetzt sehe ich gerade das Netzteil von meiner elektrischen Zahnbürste. Dann ist das Nummer 100. Ich bin schon durch. Nummer 100. Krass. Ich habe da was Wichtiges vergessen. Also wie soll ich sagen? Es ist schon blöd, wenn man gar keine Klobürste niemals benutzen kann. Das Bett war in meiner Rechnung jetzt auch noch nicht drin. Das muss aber rein. Ja, und die Bettwäsche natürlich auch. Ohne den wird's einfach dreckig. Ich bin etwas ratlos. 100 Dinge hört sich eigentlich nach mega viel an. Und ich fand das auch erstmal entspannt. Aber jetzt fehlt noch so ultra viel. Also muss ich wieder raus. Was aussortieren. Ich brauche das Schneidebrettchen nicht, weil ich kann ja auf dem Teller schneiden. Und das sind sie, meine allerwichtigsten Dinge. Damit muss ich jetzt die nächsten 2 Wochen auskommen. Mit Sicherheit habe ich irgendwas vergessen. Also wenn ich mir dieses mühsam erkämpfte Hemd anschaue, wenn ich das anziehen will, dann müsste ich das eigentlich bügeln. Ich habe aber kein Bügeleisen. Also ich glaube, das wird schon anstrengend. Nach getaner Arbeit wollte ich mir jetzt mein Feierabendbierchen aufmachen. Aber mein Flaschenöffner ist gesperrt. Und ich habe mich vorhin gegen ein Feuerzeug entschieden, mit dem man ja Flaschen auch gut öffnen kann. Und weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich einen passenden Gegenstand habe. Ich werde es mal mit dem Pfannenwender versuchen. Was soll ich sagen? So ein Pfannenwender ist einfach das optimale Multifunktionstool. Das ist mein Brot. Nur leider habe ich in meiner Auswahl hier kein Brotmesser. Scheiße! Beim nächsten Einkauf beim Bäcker das Brot direkt schneiden lassen. Samstagnachmittag, eigentlich wäre mein Platz jetzt da vorne auf dem Sofa. Da würde ich im Fernsehen Fußball schauen, aber nachdem ich den Fernseher jetzt ja nicht benutzen darf, gucke ich eben hier auf dem Notebook und so gibt es überhaupt keinen Grund, das Bett zu verlassen. Ich habe auch einfach keinen Bock zu kochen. Dann muss ich wieder ständig abspülen und deswegen habe ich dann einfach Pizza bestellt. Also ich versumpfe etwas. Der Minimalismus führt bei mir zu allgemeiner Versumpfung. Das ist Berlin. Und hier lerne ich jetzt was über Minimalismus. Ich bin nämlich mit Mimi verabredet. Sie ist YouTuberin und quasi
Profi-Minimalistin. Hallo. Beim Ausmisten gibt es eine ganz einfache Regel. Nur was dich glücklich macht, darf bleiben. Ich möchte hier keine Reizüberflutung haben durch irgendwelche Gegenstände um mich herum. Hi, Sebastian. Bin ich fast vorbeigelaufen. Danke für die Einladung. Okay, das ist dein Reich. Ja. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Jetzt bin ich echt total gespannt auf deinen Kleiderschrank. Also das sind alles die Teile, die ich so im Alltag trage. Es ist auf den ersten Blick schon schön. Also ich finde, es hat auf mich was Beruhigendes. Es nimmt einem eben auch Entscheidungen. Also das kennt man ja auch, Leute, die irgendwie drei volle Kleiderschränke haben, die glauben, sie haben trotzdem nichts zum Anziehen. Ich habe halt das so gemacht, dass ich irgendwie nur noch Lieblingsteile im Schrank habe. Diese Bluse ist ungefähr 7 Jahre alt. Die habe ich auch schon öfter repariert, weil die ist halt eben auch sehr empfindlich. Andere Teile habe ich seit einem Jahr. Mhm. Die habe ich aber dann auch gebraucht gekauft. Du sparst ja wahrscheinlich auch eine Menge Kohle. Ja, schon. Also ich spare schon Geld dadurch. Aber für manche Dinge gebe ich halt auch gerne mehr aus als früher. Für was gibst du mehr aus? Lebensmittel. Ich kaufe jetzt nur noch Bio-Qualität. Ich würde mich freuen, wenn mein Schreibtisch irgendwann mal so ordentlich wäre. Was ist denn für dich der Hauptgrund, warum du zur Minimalistin geworden bist? Ich hatte so eine Phase, in der ich sehr unzufrieden war mit allem und irgendwie nicht wusste, was ich will. Und ich war einfach todunglücklich. Und ich habe dann was davon mitbekommen, so online, dass es auch ein Wort gibt, ein Lifestyle zu diesem weniger haben. Davon inspiriert habe ich dann angefangen auszumisten. Ich habe gemerkt, das tut mir gut und habe dann immer weitergemacht. Ich sehe gerade hier dein Glas. Das sieht für mich unminimalistisch aus. Das ist mein Müll, also das ist Müll von den letzten 6 Monaten. Was? Ja, das ist eben so eine Sache. Wenn du anfängst, um dich herum alles auszusortieren, dann geht das eben auch in andere Lebensbereiche über, dass du auf allen Lebensbereichen irgendwie bewusster lebst. Bist du früher quasi auch als Freizeitbeschäftigung mal so shoppen gegangen, Klamotten shoppen? Das habe ich schon gemacht, auch mit Freunden. Aber das habe ich mir dann abgewöhnt mit der Zeit. Anfangs habe ich dann eben, wenn ich gemerkt habe, der Kaufimpuls kommt irgendwie, wenn ich im Geschäft bin, dann muss man sich halt erstmal kurz zurücknehmen und überlegen, brauche ich das wirklich? Und vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen. Die meisten Dinge interessieren einen dann eh nicht mehr. Die Fotos da von meiner Mutter, das bedeutet mir dann auch was. Aber das brauche ich halt auch nicht in Massen. Also es ist dann schon sehr ausgewählt. Fotos von mir zum Beispiel habe ich eigentlich alle entsorgt. Wirklich? Auch im Bad ist mir halt wichtig, nicht nur minimalistisch zu sein, sondern eben auch plastikfrei und möglichst natürlich. Das ist hier deine Seite? Ja, genau. Zahnpflege. Und das ist meine Schminke. Und in der Dusche habe ich jetzt auch nicht so viel. Eine Seife für den Körper. Das ist ein festes Shampoo und ein Rasierer. Hast du eine Ahnung, wie viele Dinge du im ganzen Jahr gekauft hast? Also maximal 15. Nicht mehr als 15 Dinge. Teilweise ist es auch so ein bisschen unfreiwillig minimalistisch. Zum Beispiel haben wir nur noch so wenig Teller, weil wir halt auch oft was kaputt. Ich will auf jeden Fall reduzieren. Aber ich habe so in Schränken, Schubladen, Kisten, habe ich so Kram. Ich habe alte Handys, ich habe irgendwelches Elektrozeug und was weiß ich was alles. Brauchst du diese Sachen oder? Nein, ich brauche natürlich nichts davon, aber fällt dir das schwer, die wegzugeben? Es fällt mir schon schwer. Wenn es dir schwerfällt, einen Gegenstand wegzugeben, woran liegt das? Verbindest du damit irgendwelche Schuldgefühle, weil es teuer war, weil du es geschenkt bekommen hast von einem lieben Menschen? Oder vielleicht hast du auch Schuldgefühle, weil du es nie benutzt hast? Und das ist dann aber eben für mich erst recht ein Grund, es auszusortieren. Weil wenn ein Gegenstand, der sowieso keinen Nutzen für dich hat, dir dann aber ein schlechtes Gefühl gibt, dann muss er auf jeden Fall weg. Wenn ich wirklich minimalistischer werden will, sollte ich auf Mimi hören. Ihre Wohnung, hier links im Bild, ist so ziemlich das Gegenteil von meiner. Ja, also du kannst wirklich mit sehr wenigen Dingen auskommen, ganz offensichtlich. Ich nehme der Mimi schon ab, dass es ihr damit besser geht. Ich hatte auch das Gefühl, als ich in ihrem Zimmer stand, dass das ja einfach sehr clean ist und dich da wenig stört. Also dich stresst da nichts. Ja, so langsam glaube ich ein bisschen dran.
Bislang klappt das mit den Klamotten ja noch total gut, aber jetzt stoße ich an Grenzen. Und zwar möchte ich morgen für einen Dreh mein blaues Jeanshemd anziehen. So kann ich das aber nicht anziehen. Und jetzt versuche ich irgendwie mit einem Lifehack dieses Problem in den Griff zu kriegen. Am Kleiderbügel aufhängen, richtig heiß duschen, Tür zu machen, Lüftung am besten aus, den Wasserdampf ein bisschen im Raum lassen. Ist doch schon glatter als vorher. Ich lasse das Hemd jetzt hängen, damit ich morgen früh klüger. Und hoffentlich auch ausgestattet mit einem picobello glatten Hemd. Statt Hemd trage ich jetzt eben wieder meinen Lieblingspulli. Den hatte ich zwar schon letzte Woche in der Sendung an, aber gut. Sehe ich halt wieder genauso aus. Mich stört es eigentlich nicht. Was ich auf jeden Fall schon mal festhalten kann, ist, dass ich mich tatsächlich etwas schlechter ernähre, weil ich weniger Geschirr und so Kochzeug habe. Ja. Eine Aufgabe. Bereite ein Candlelight-Dinner für Ari vor. Laien ist nicht. Ich freue mich. Ja, ich überlege mir was. Ich habe natürlich nur einmal Geschirr. Eingekauft habe ich schon mal fürs Dinner und ich habe mir was einfallen lassen, wie ich das irgendwie auch ohne viel Geschirr und ohne viel Kochkram hinkriege. Der Ari, der kannst du nicht irgendwas vorsetzen, die ist anspruchsvoll. Also das ist auf jeden Fall Mist, nur so wenig Geschirr zu haben. Ich bin ständig am Abspülen. Jetzt muss ich schon wieder den Teller spülen. Oh. Also mein Name, ich habe eine Einladung. Schön, ja, willkommen. Hallo. Hallo. Oh, das riecht hier aber gar nicht schlecht. Oh, das ist schon mal gut, dass du das sagst. Füße aus? Sehr gern. Es gibt drei Gänge. Ach was, ja. Oh Gott, ach was. Na, kleine Maus? Wird das so ein Susi- und Strolch-Date jetzt oder was? Ja, die haben ja auch nur einen Spaghetti-Teller. Ach so. Die teilen sich sogar die Spaghetti. Schön, dass du da bist zu diesem Candlelight-Dinner. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe was ganz Extravagantes, einen Beistelltisch. Wahnsinn. So. Aber es wird ein Candlelight-Dinner. Das ist deine Kerze. Oh. Die kommt hier hin. Die längste Serviette der Welt. Lieber Ari, Vorspeise, Datteln im Speckmantel. Wie hast du denn das jetzt hingekriegt? Der Ofen war auch drin? Ja, Ofen ist drin. Man muss auch zugeben, sie sehen ein bisschen aus wie große Maden. Ein Brot? Das damit ist, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ein Burger. Ich bin gespannt. Ich auch. Aber ich mag Ziegenkäse. Gott sei Dank hast du die Waschmaschine. Käse schließt den Magen. Oh, die Anrichtung, das macht ja alles wett. Wenn ich dieses Dinner jetzt bewerten müsste. Das Essen, ich sag mal, war eine 5. Was? 5 von was? Na klar, von 10. Aber Kreativität war mindestens eine 9. Und dadurch, dass es ja ein Candlelight-Dinner sein sollte und hier ganz eindeutig ja, irgendwelche Kerzen brennen, sind wir bei, ich sage mal, 3 im Sinn, das sind 10. Also das war schon herzallerliebst. Ich meine ganz ehrlich, so richtig aufwendige Dinner, das kannst du ja mit jedem haben. Aber sowas ist doch ganz besonders. Ja, an sowas erinnert man sich. Ja, genau. Ja. Ach. Es ist mir die letzten 14 Tage erstaunlich gut gegangen mit meinen 100 Dingen. Aber jetzt muss ich auch was beichten. Ich habe am Ende dann doch nicht 100 Dinge benutzt, sondern 101 Dinge. Jetzt habe ich ein Problem. Schaut euch mal meine Fingernägel an. Ich habe bei der Auswahl der 100 Dinge daran nicht gedacht. Also Fingernägel müssen jetzt geschnitten werden. Schweren Herzens und aufgrund meiner Blödheit bei der Auswahl der 100 Dinge muss ich das Experiment jetzt an Tag 10 einmal ganz kurz sprengen. Das hat mich schon geärgert, weil ich hatte ja den sportlichen Ehrgeiz wirklich auszukommen. Aber selber schuld. Also wenn man so unnütze Dinge benutzt wie das. Das war das überflüssigste Ding überhaupt. Also da habe ich mich hinterher so geärgert. Dieses Ding, ja, das ist Quatsch. Was mir das Experiment auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass ich wirklich viel, viel, viel weniger Dinge brauche, als ich habe. Sich nur auf 100 Dinge zu beschränken, ist vielleicht ein Tick zu radikal. Die Ente muss weg.
Der Toaster muss raus. Der macht mein Gesicht auf den Toaster. Wer von euch in Zukunft mit meinem Gesicht frühstücken möchte, schreibt es unten in die Kommentare. Der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt diesen exklusiven Toaster. Gibt's nur einmal auf der Welt. Hier könnte jede Menge Zeug raus, was ich wirklich nicht brauche. So war das damals. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und wenn ihr euch diese Menge anschaut, dann ist ja auch klar, es war absolut nötig. Übrigens, so eine Reportage gibt es jede Woche mittwochs um 15 Uhr bei uns. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann klickt am besten hier auf Abonnieren. Und wenn ihr wissen wollt, warum das Mindesthaltbarkeitsdatum oft Quatsch ist und wir fälschlicherweise Lebensmittel wegschmeißen, dann schaut euch mal diese Reportage an. Und ich fahre jetzt zum Wertstoffhof.